Ob du dich mit deiner Ex treffen kannst? Klar kannst du das. Schick mir am besten noch Fotos. Würde mich so interessieren, was ihr den ganzen Tag macht. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist eher zum Lachen geeignet und es geht darum, um Dinge, die ich niemals sagen würde. Klar sind manche Sachen ein bisschen überdramatisiert, aber ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und ohne weiteres Gequatsche, lass uns damit anfangen. Ich liebe es zu schwitzen. Wirklich, das macht so viel Spaß, wenn dir jeder einzelne Schweißtropfen runterkullert. Und wenn ich schwitze, benutze ich am liebsten Frauendeo. Denn Männerdeo stinkt. Make-up aus Amerika sollte niemals nach Deutschland kommen. Ich habe noch nie How to Twerk bei YouTube eingegeben. Eigentlich bin ich voll schüchtern. Ich finde es gut, dass ich einmal im Monat blute, weil Frauen haben es ja verdient. Single sein ist eh viel besser. Wir brauchen schon Boys. Ist alles okay bei dir? Ja, bei mir ist alles okay. Nerv mich nicht. Wie war die Physikarbeit, Schätzchen? Ja, also die war echt besser als ich dachte. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viel verstanden. Mechanik und Elektrizität, das ist so richtig mein Ding, Mama. Ich bin eine Physikerin. Der Text, der macht so viel Sinn. Ob du dich mit deiner Ex treffen kannst? Klar kannst du das. Schick mir am besten noch Fotos. Würde mich so interessieren, was ihr den ganzen Tag macht. Ich verbringe einfach viel zu viel Zeit mit Netflix. Ich habe echt genug Schnee gemacht. Ich brauche keine Schnee mehr. Also ich wäre so gerne 34. Mein Kleiderschrank ist immer so ordentlich. Ich lade immer alle meine besten Freundinnen ein und sage, komm, bedient euch einfach mal mein T-Shirt. Boah, ich hasse den Sommer. Ich mag lieber Regen und Schnee und Kälte. Das ist mir hier schon alles wieder zu heiß. Meine Grammatik im Video ist immer perfekt. 1A. Alter, meine Augenbrauen sind so am Fleek. Also meine Haare wasche ich wirklich jeden Tag. Ich habe noch nie versucht, meine Lippen zu übermalen. Meine Freunde sind mir so egal. Ich brauche keine Freunde. Ich bin mein eigener Freund. Caro, wollen wir shoppen gehen? Nee, sorry, ich habe gar keinen Bock irgendwie. Ich liebe Fuckboys. Die sind so richtig mein Typ. Ich habe jetzt erstmal genug von Jungs. Ich werde mich komplett auf mich konzentrieren, auf die Schule und auf jeden Fall meine Fitness. Und konzentriere mich komplett auf mich selber. Ich habe noch nie über eine Schönheits-OP nachgedacht. Wirklich. So Leute, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Genauso wie ein Kommi und Feedback und noch andere Videoideen, die ihr vielleicht sehen wollt von mir oder sonst irgendwas anderes, was ihr mir gerne mitteilen wollt. Einfach in die Kommentare damit. Und bevor jeder sagt, du machst Shirin David nach und du machst den nach und den nach. Natürlich habe ich mich von Shirin Davids irgendwie ein bisschen inspirieren lassen. Aber natürlich sind alle die Dinge, die ich sage, natürlich nicht gekopiert. Das sind wirklich Sachen, die ich niemals sagen würde. Social Media und alles ist in der Infobox. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss. Was war das mit Schätzchen, du! Okay, nochmal. Work. Sing me up in work. Oh, scheiße. Work. Sing me the way, blah. Ja? Ja. Du siehst aus wie bei Paranormal Activity. Jetzt. Ich habe echt genug Schminke. Oh mein Gott. Are you okay, baby? Oh, kennst du dieses Video? Dieses. Aktion. Reaktion. Hallo.
Hallo! Hallo! Wie kannst du reden? Caro. Caro, ist alles okay bei dir? Du bist schon den ganzen Tag irgendwie so seltsam. Caro, antworte mir! Ich wollte gerade antworten. Caro, wollen wir shoppen gehen? Nee, sorry, gar keinen Bock. Du bist schon wieder nur im Laptop. Ich mach Online-Shopping. Ach du Scheiße. So sick. Schätzchen, wie war die Physik?